Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Soulart und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Meine Lieben, dieses Werk heute und dieses Video widme ich euch, meiner tollen Community. Auf diesem Weg möchte ich euch danken für unglaubliche 5000 Abonnenten auf meinem Kanal. Im späteren Verlauf des Videos habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, aber jetzt starten wir erst einmal hinein und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Okay, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, ich möchte heute mit euch groß hinaus. Dementsprechend liegt eine riesengroße Leinwand vor mir. Meine misst heute 120 cm x 40 cm und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Schwierigkeiten, sie auf meinem Arbeitsplatz zu positionieren, aber gemeinsam kriegen wir alles hin. Okay Leute, heute möchte ich nur in meinen Lieblingsfarben arbeiten. Ihr könnt schon sehen, ich habe ein paar Becher vorbereitet. Wir arbeiten heute mit jeder Menge Prussian Blue. Wir arbeiten heute mit Dunkelviolett, wir arbeiten mit Rotviolett, selbstverständlich arbeiten wir mit Gold und eventuell werde ich noch ein paar Blautöne einarbeiten. Ich habe hier einmal Türkisblau und einmal Falamblau. Das überlege ich mir aber im späteren Verlauf. Soweit, so gut. Wir starten erst einmal mit meiner blauen Basisfarbe. Diese gebe ich hier einmal großzügig auf meine Leinwand und verteile diese mit einem Palettenmesser. Okay Leute, ich habe uns einen schönen dunkelblauen Polster vorbereitet. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz mit dem Brenner drüber, um die paar Luftbläschen, die wir in unserer Farbe haben, zu entfernen. Okay, und auf diesem Polster möchte ich heute was ganz Besonderes für euch zaubern. Und zwar wollen wir heute swipen. Ich weiß, ihr liebt die Swipes und deswegen dachte ich mir, das wäre eine schöne Möglichkeit, euch Danke zu sagen auf diesem Weg. Und auch hier, meine Lieben, werde ich nur meine Lieblingsfarben verwenden. Und ich starte heute mit Dunkelviolett. Als allererstes suche ich mir ungefähr die Mitte unserer Leinwand. Ist bei dieser Größe gar nicht so einfach. Aber ich werde erst einmal im oberen Drittel einen Streifen von meinem Dunkelviolett ziehen. Und auch im unteren Drittel einen Streifen Dunkelviolett. Jawohl. Die nächste Farbe, die ich auftragen möchte, ist Rotviolett. Wer meine Videos schon länger schaut, der weiß, ich liebe diese Farbe. Das ist ein ganz schöner, bäriger, nicht pinker Ton. Sieht jetzt hier vielleicht in der Kamera ein bisschen pinker aus, als er tatsächlich ist, aber der trocknet ganz schön auf. Ein paar Highlights möchte ich heute mit Türkisblau setzen. Die setze ich an meinem rot-violetten Streifen an. So, sehr gut. Und einen kleinen Akzent mit Falandblau setze ich daneben. Nun tragen wir noch einmal Dunkelviolett auf. Auf der unteren Seite das Gleiche. Aha, sehr gut.
Und in der Mitte noch einmal mein Rot-Violett. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Nun fehlt natürlich noch unsere goldene Farbe. Ich habe meine hier und Gold soll unsere Mitte symbolisieren und mit Gold werde ich auch swipen. Dementsprechend trage ich jetzt in unserer Mitte die goldene Farbe auf. Bevor wir nun zum Swipen beginnen, meine lieben Leute da draußen, wenn ihr euch für Fluid Art und Acrylic Puring interessiert, bitte ich euch doch, meinem Kanal ein Abo dazulassen. Es ist für euch kostenlos, es zeigt mir eure Wertschätzung und so könnt ihr mich unterstützen. Danke an dieser Stelle. So Leute, wie gewohnt swipe ich heute mit meiner Teigkarte. Meine Teigkarte setze ich in die goldene Farbe und ziehe sie nach oben. Ihr könnt schon sehen, was hier passiert. Nach jedem Swipe, meine Lieben, solltet ihr eure Teigkarte einmal mit einem Küchentuch sauber machen. Und ich wiederhole den Vorgang. Die Teigkarte in die goldene Farbe und lasse diese nach oben gleiten. Diesen Vorgang wiederholen wir nun, bis wir am Ende angekommen sind. Es gibt schon echt einen schönen Farbverlauf, oder? Ich finde Prussian Blue und Gold gehen so gut zusammen. Das ist einer meiner Lieblingsfarbkombinationen. Okay Leute, mit der Oberseite bin ich fertig. Ich möchte euch gerne mal den Effekt zeigen, was unser Gold uns heute schenkt. Schaut mal, was wir hier für schöne kleine Zellen und Laces geschaffen haben. Ich finde, es gibt einen super Effekt, oder? Okay, nun widmen wir uns unserer Unterseite. Ich wiederhole den ganzen Vorgang. Gehe mit meiner Teigkarte in die goldene Farbe. Und lasse diese nach unten gleiten. Und den ganzen Vorgang von vorne. Tippe in die goldene Farbe. Und ihr könnt sehen, Leute, ich habe keinen Druck auf meinem Palettenmesser. Ich lasse die Farben einfach nur über die anderen gleiten. Sehr schön ist das. Das gefällt mir wirklich gut. Die Farbkombination ist toll. Okay, meine Lieben, an dieser Stelle haben wir ein bisschen Zeit zu quatschen. Ich habe mir was überlegt und zwar, um meinen Dank auszudrücken an euch, weil ihr mir so viel Liebe und Aufmerksamkeit schenkt, möchte ich am Ende des heutigen Videos unser heute geschaffenes Werk an einen von euch da draußen verschenken. Ich werde diese ganze Verlosung auf Instagram machen. Genauere Infos gebe ich euch am Ende des heutigen Videos. Also, wenn ihr Freude an meiner Kunst habt, dann ist jetzt die Chance, eins von meinen großen Werken zu ergattern. Okay, weiter im Prozess. Wir widmen uns unserer unteren Seite.
Okay, meine Lieben, also ich bin fertig mit dem Ausswipen unserer Farben. Es ist nicht überraschend, dass ich die Farbkombination toll finde. Immerhin habe ich heute meine Lieblingsfarben verwendet. Leute, kommt mal ein Stück näher ran. Ich muss euch die Details zeigen. Unsere wunderschöne goldene Farbe bildet das Center in unserem heutigen Werk. Und ihr könnt gut sehen, diese einzelnen Laces und sogar kleine Zellen, die sich hier bilden, sind alle von unserer Goldfarbe umrandet. Ich liebe das Prussian Blue, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dunkler auftrocknen. Ich finde, wir haben sehr viel Dimension in unseren einzelnen Swipes. Ihr könnt sehen, hier sind die Laces schwächer, an dieser Stelle sind sie viel stärker. Ich muss sagen, ich liebe es. Leute, liebt ihr es auch? Dann habt ihr heute die Chance, meinen Schatz hier für euch zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, meinen Kanal zu abonnieren, mir einen Daumen nach oben zu geben und mir einen netten Kommentar zu schreiben, warum du dieses Werk gewinnen möchtest. Ebenso werde ich den Leuten auf Instagram eine Chance geben. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung. Und für heute, meine Lieben, bleibt mir nichts mehr zu sagen, als wie danke für euren Support. Ihr seid der Grund, warum ich meinen Traum leben darf. Es war mir nicht nur eine Freude, heute für euch zu malen, es war mir eine Ehre. Und ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, meine Lieben!